Herzlich willkommen zurück zu Yooka-Laylee 2 und das unerreichbare Versteck hier auf der Nintendo Switch. Wir haben im letzten Part die Schiffsbruchbucht erreicht, das Zuhause von Yooka-Laylee hier auf der Overworld. Und hier wollen wir uns jetzt heute mal in aller Ruhe umgucken, bevor wir uns an die nächsten Kapitel setzen. Denn so viele warten, glaube ich, gar nicht mehr auf uns hier in der ersten Welt, bis wir die abgeschlossen haben. Und es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie dieses Schiffswrack hier oder die Handtücher dort unten, wo sie in Ruhe gelegen sind, in 2D, in der Vogelperspektive aussehen, wie die Entwickler das gelöst haben. Befinden tut sich hier nicht wirklich was. Das war mir aber auch schon klar. Ich meine, auf der Karte ist hier kein Buch eingezeichnet, das hier gelandet ist. Deswegen hier gibt es obviously kein weiteres Level. Aber Blasto, unser Kollege, befindet sich hier. Und mal gucken, was der so zu sagen hat. Hi Blasto! Hey Leute, was gibt's? Irgendwas Interessantes los? Hier ist Blastos Welt. Hier in Blastos Welt gibt's jedenfalls kein Drama. Gar nichts. Okay. Kabumi? Hey Blasto, wo ist denn dein Freund Kabumi? Das ist wahrscheinlich der kleine rote Vogel. Jetzt werden wir endlich erfahren, was los ist, warum der hier alleine rumfliegt in der Welt. Wir, Freunde, du, es müssen aufeinander aufpassen. Oh, sie ist irgendwo in der Nähe. Sie hat gesagt, sie wolle eine Zeit lang allein auf Abenteuer ausziehen. Glaubt ihr, sie könnte auf ein eigenes Solo-Spiel aus sein? Unwahrscheinlich, ihre Nase ist zu klein für einen Hauptcharakter. Was sagst du, Laylee? Sagst du? Natürlich. Capital B? Hey, Blasto, erinnerst du dich an das letzte Spiel, in dem wir Captain B besiegt haben und du allen Ruhm eingeheimst hast? Genau, weil er ja dann am Ende da stand, irgendwie, ich weiß nicht mal warum, und hat Capital B einfach in so ein Buch verbannt. Na komm, ich hab schon eine große Rolle dabei gespielt. Wir haben ihn besiegt und du hast zufällig eine Bombe losgelassen, die ihn zufällig aus dem Weg befördert hat. Sag ich doch, ich habe eine größere Rolle dabei gespielt. Zumindest bei der Party, die sie für dich veranstaltet haben, hättest du es allen sagen können. Wohl kaum. Ich habe ja kaum ein Wort herausgebracht bei all den Komplimenten und dem vielen Kuchen, den es gab. Ja, wir haben beide geholfen. Captain P wurde besiegt und das ist die Hauptsache. Ansichtssache. Ich meine, der Endboss war nicht einfach. Hey, Blasto, kannst du dich bitte umdrehen? Ich glaube, deine, Lunte hängt heraus. Oh, tatsächlich? Steckt sie bitte wieder hinein. Seit 897 Tagen ist nichts mehr passiert. Hier in Blastos Welt gibt's keinesfalls kein Drama, gar keins. Okay. Und was, wenn ich jetzt beende? Macht einfach weiter, eines Tages geben sie auch für euch eine Party. Na, hoffentlich am Ende dieses Spiels. Sehr schön. Eine Abkürzung. Das heißt, jetzt kommen wir auch viel, viel schneller hier hin. Das hilft mir nur leider damit nicht weiter, mit dem Rätsel, wie ich da oben an den Bombenbusch rankomme. Schade, schade. Na gut, dann gucken wir uns doch mal an, was die ganzen Schildfried hier zu sagen haben. Willst du einen kleinen Tipp für 50 Federn? Aber klar doch. Ja, das ist genug. Okay. Erinnerst du dich noch, wie das erste Spiel anfing? Wirf nicht gleich das Handtuch. Du findest das Geheimnis schon noch. Okay, das ist wahrscheinlich eine Stampfattacke auf den Handtüchern, weil da sind die am Anfang des ersten Teils gelegen. Die Gameboy-Auflösung. Jetzt haben wir Gameboy-Color-Auflösung und Gameboy-Auflösung. Toll. Okay. Willst du meinen Tipp für 50 Federn? Aber klar doch. Ja, das ist genug. Okay. Das gefällt dir bestimmt. Ich habe den Schatz hinter mir vergraben. Ha, ha, ha. Wie soll man denn darauf kommen, ey? Das ist ja mega random. Das TV-Bildformat.
Okay, wahrscheinlich 4:3 gehe ich mal davon aus. Interessante Grafikideen hier. Und hier geht's rein. Tatsächlich. Hier wird mich niemand finden. Alter, ist das das legendäre Einbuch aus dem ersten Teil? Warte mal. Zuerst hole ich mir das Tonikum hier runter. Weniger Kontrollettis. Und dann, ich hab dich gefunden, Einbuch. Da warst du also die ganze Zeit während des ersten Abenteuers. Hoho. Aber das sind ja Yuka und Layli. Erinnert auch so ein bisschen an Cheeto. Ich glaube, das wollen die auch hier, dass man sich so ein bisschen an Cheeto erinnert aus Banjo-Kazooie. Was haltet ihr von meinem neuen Ferienort? Ein paar schöne Ferientage in dem schattigen, abgeschiedenen und geheimen Rumpf dieses Schiffes haben mich prächtig gestärkt. Ich glaube nicht, dass Capital B es noch einmal wagen wird, mich zu stehlen. Oh, das wird spannend. Ich bin auf das Ende gespannt. Vielleicht klaut er es ja wirklich nochmal. Die machen bestimmt ein Open Ending für einen dritten Teil. Hundertprozentig. Bitte lasst mich nicht zu, dass er mich noch einmal stiehlt. Wer bist du? Kennen wir dich? Hey, wartet! Habt ihr euch auf dem Weg hier rein vielleicht den Kopf gestoßen? Ich bin doch das allmächtige Einbuch, erinnert ihr euch nicht vom letzten Spiel? Capital B wollte meine magischen Fähigkeiten für seine Geschäfte missbrauchen. Zum Glück habt ihr meine Pages gefunden, sodass ich wieder vollständig bin. Und ich lebe in ständiger Angst. Du versteckst dich? Du scheinst dich wie ein kümmerliches Kinderbuch zu verstecken. Keineswegs. In dieser Kabine gibt es das ideale Regal für meinen mächtigen Buchrücken. Ich dachte, du hättest gar keinen. Okay, na gut. Weggetreten. War schön mit dir zu reden, Herr Einbuch, aber wir müssen jetzt los. Ja, moin. Schön. Ach, diese Unterhaltungen. Was hab ich sie vermisst? Es ist schön, wie sich das Spiel einfach selbst so ein bisschen nicht ernst nimmt, aber dann doch ein bisschen ernst. Es ist einfach eine schöne Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit. Das in heutigen Spielen gut und gerne auch ein bisschen öfter drankommen könnte. So, hier geht's nicht rein. Kann ich mir wenigstens das Schild durchlesen? Nein. Okay. War anscheinend, vielleicht war das auch schon abgesperrt im Original. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Ich weiß nur eins, wir haben hier alles gemacht, was es zu machen gibt. Kann ich Blasto nochmal umdrehen? Hey, Blasto. Hey, Leute, was gibt's? Umdrehen. Hey, Blasto, kannst du dich bitte umdrehen? Ich glaube, deine Lunte hängt raus. Ja, tatsächlich, dann steckst du wieder rein. Ja, tatsächlich, er dreht sich sogar wieder um. Warte mal kurz, dann will ich mal was probieren. Oh, da passiert nichts, wenn man das in die Richtung abfeuert. Schade. Sehr, sehr schade. So, wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Genau, übers Wasser hier, nicht wahr? Ja, ja. Und dann gab es da unten die Höhle. Nee, das bringt mir mit der Bombe einen Scheißdreck. Das bringt mir mit der Bombe halt wirklich nichts. Schade. Na gut, dann machen wir weiter. Wir haben ein paar Tonikums freigeschalten. Wie viele haben wir jetzt? 14 Stück. Kann ich mir die denn alle schon leisten? Mal gucken. Weniger Kontrollettis entfernt alle bis auf ein Kontrolletti aus dem Kapitel. Auch Kontrollettis brauchen mal Urlaub. Okay, das ist auf jeden Fall. Ich verstehe, warum es plus 1 wert ist. Auf jeden Fall. Weil die Level sind lang. Die Level sind sehr lang. Im Grunde gar keine Farben, so wie es damals auf dem Game B war. Auf dem Game B. Sehr schön. Da sieht man auch ein kleines Beispiel, wie es aussieht dann. So grün-schwarz, mehr oder weniger, wie eben damals Mario Land aussah. Super Mario Land auf dem Game Boy. Und die Game Boy-Auflösung im Grunde gar keine Pixel, so wie es damals auf dem Game B war. Ja, das ist so ein bisschen Game Boy Advance, würde ich dann behaupten. Und hier haben wir Disco.
Da haben wir Schwarz-Weiß und da haben wir für 100, kann ich mir gerade noch leisten, das, wie ich es vermutet habe, 4:3. Das königliche Stachelreich in 4:3 Bildformat der 90er, weniger ist mehr. Sehr schön. Gut, ja, dann habe ich das auch alles gekauft. Jetzt sind wir pleite. Gute Voraussetzungen für Abenteurer. Und dann gucken wir mal, was wir machen können als nächstes. Ich meine, wir müssen irgendwie das Licht deaktivieren. So, jetzt kann ich mich hier hin auf jeden Fall warten. Ich kann hier... Hier ist ein Bombenbusch. Da ist ein Schlüssel. 1000 Federn! Ja, moin. Da hätte ich sparen sollen wahrscheinlich. Und hier ist noch ein Tonikum. Das kann ich mir aber jetzt leider nicht mehr leisten. Das wäre... Glubschaugen. Oder? Kann ich mir das leisten? 750. Die Feinde haben Glubschaugen bekommen. Sie absorbieren einen extra Treffer. Dafür sehen sie aber super lustig aus. Okay, das macht das Spiel schwieriger, oder? Habe ich das richtig verstanden? Tatsächlich, das wird auch 0,5 auf die Federn geben. Naja, das brauchen wir sowieso mit der Zeit. Ich merke schon, die Preise werden teuer. Willst du meinen Tipp für 20 Federn hören? Ja, haben wir gerade noch, ne? Das ist genug, okay. Nördlich von hier verläuft ein gewundener Weg, umgeben von Pflanzen. Kuppelkrach, die Ecke des Weges für ein Geheimnis. Okay. Hier? Hier? Ich bin verwirrt. Nördlich von hier. Das ist nördlich. Und ich meine, ich sehe die Pflanzen ja auch. Ich frage mich auch, was da drinnen ist. Da ist dann nämlich eine Höhle. Dahinter, da geht es anscheinend in einen Wald oder so. Also die nächste Welt anscheinend eine Waldwelt. Wie kann ich das machen? Ah, die Kiste von da oben muss da drauf. Okay, 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 okay. Alles klar. Wir müssen irgendwie dieses Licht hier deaktivieren. Kann ich das, wenn ich den Schalter hier umlege? Nicht wirklich, ich komme da nicht mal hoch. Ah doch, hat mich gerade irgendwie hochgebackt. Toll. Ja, bringt mir aber nicht viel. Ja gut, komm, wir spielen das Level. Mit dem kann ich nichts anfangen. Nördlich von hier verläuft ein gewundener Weg. Umgeben von Pflanzen. Kumpelkrach hat die Ecke des Weges für ein Geheimnis. Ich meine, es gibt viele Ecken. Wir gehen nochmal ganz kurz. Vielleicht meint er auch einfach das hier. Nee. Aber es muss ja irgendwas Auffälliges sein, damit selbst Dummköpfe es checken. Ja, da musst du draufstehen. Er meint wahrscheinlich den Weg da drüben dann. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Ist okay, wir haben eh noch eine ganze Menge zu tun. Deswegen sollten wir die Zeit nicht mit so langweiligen Sachen hier vergeuden. Lichte Lichtung. Kapitel 5. Mal gucken, wie gut das laufen wird. Da bin ich gespannt. Ja, die Grafikendinger will ich eigentlich nicht ausrüsten, um ehrlich zu sein. Weil die... Ja, ich meine, es wäre cool, es mal zu sehen, aber... Aber wisst ihr was? Wir können es uns sogar ansehen, weil ich kann es ja eh jederzeit im Level wechseln. Wir starten mal mit dem 4:3. So. Oh mein Gott, gibt das Retro-Flashbacks gerade. Oh mein Gott, gibt das Retro-Flashbacks. Ja, ja, ich als Kind der 4:3-Ära noch. Ja, oh, das haben die richtig gut hinbekommen. Also, wenn ich da richtig Flashbacks bekomme, dann Respekt. Respekt. Dann gucken wir uns noch die Gameboy-Grafik an. Da werde ich damit leider nicht viel anfangen können, weil...
Ja, ich war kein Gameboy-Kind, aber es leckt. Alter, das leckt hier. Die Gameboy-Grafik. Das ist ja schrecklich. Dann gucken wir uns die Gameboy-Auflösung an. Vom Gameboy Advance. Ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser. Trifft's auf jeden Fall. Das ist mit so viel Abstand nicht besser. Und dann zu guter Letzt noch den Schwarz-Weiß-Effekt. So. Bist du sicher, dass du die ausgerüsteten Tonika ändern möchtest? Du verlierst dabei die 18 Federn, die du im Level bisher gesammelt hast. Ja, komm, mach. Ich starte eh gleich neu. Wir gucken uns das nur mal an. Schwarz-Weiß. Ja, ne? Wer will? Ich meine, bin ich kein Fan von. Von allem. So, ich habe jetzt auch mal alles rausgehauen, damit wir extra viele Federn farmen können. Dementsprechend starten wir ganz kurz nochmal neu von hier. Und jetzt kriege ich hoffentlich den hier zusammen mit seinen Federn. Yay. Schade, ich dachte, vielleicht wäre es ja auch schon die erste Münze wert, aber das wäre anscheinend zu früh gewesen. Aber ich mag das grafisch wieder, das Level. Doch, doch, das Level sieht grafisch wieder top aus. Im Hintergrund mit der Wüste. Sehr, sehr schön grafisch. Sehr, sehr schön. So, komm runter. Ich will da gleich rüberrollen. Weil das funktioniert! Yeah! So, muss ich damit die Spinne abschießen? Da oben ist halt was, aber ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Das ist eine gute Frage. Das war's? Da oben geht's wirklich nicht hin? Ich meine, ich kann nicht draufspringen auf euch. Na gut, gehen wir weiter. Wahrscheinlich dann für den Effekt in dem Level. Ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwie windig oder so hier in dem Level. Es sieht mir sehr danach aus. Windig oder Wasser wieder. Eins von beiden. Mal gucken, was es wird. So, wie bediene ich dich? Gar nicht? Anscheinend gar nicht. Okay, toll. Das habe ich ja am liebsten, wenn man irgendwas gar nicht bedienen kann. Aber ich habe es trotzdem geschafft, was die Entwickler von mir wollten. Ich nehme mal an, grüner Schleim ist tödlich. Sollen wir wahrscheinlich nicht rein. Okay, also die machen keinen Schaden, die schubsen einen nur weg. Ich frage mich, ob der grüne Schleim hier Instant Kill ist oder ob man dann noch lebt. Was ich mich auch frage, ist, wo die erste scheiß Münze ist. Ich meine, langsam wird's Zeit, dass wir eine Münze bekommen. Schon recht lang im Level. Es fühlt sich immer so lang an, aber ich glaube, letzten Endes ist es gar nicht so lang, wie es sich anfühlt. Was die Levellänge angeht, einfach weil ich so gründlich spiele. Ich glaube, das macht so ein bisschen aus. Ja, der hat sich super hingestellt. Warte mal, da unten ist, das ist wirklich One-Hit-Kill. Ah, wieso muss ich das jetzt rausfinden? Wieso? Wieso ausgerechnet jetzt? Vor allen Dingen, weil ich jetzt alles nochmal machen darf. Und ich hab schon gern die Federn. Ich meine, ihr habt die Preise gesehen. 1000 Stück für so einen scheiß Schlüssel. Das musst du erstmal zusammenkriegen. Jetzt verarschst du mich, Spiel. Jetzt verarschst du mich. Jetzt verarschst du mich. Können wir das bitte sein lassen? Bin ich kein Fan von. So, weg mit dem Kollegen. Stampfattacke hier. So, will ich die wirklich nochmal riskieren? Ja, okay. Die ist nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe. So, aber das hier will ich eigentlich gar nicht mehr riskieren, weil wenn du da runterfällst, aber komm, wir machen es jetzt mal nochmal ein bisschen vorsichtiger. Und wenn der Typ zur Mitte hinfliegt, dann scheiße ich auf all seine Belohnungen hierfür. Da unten ist eine Münze.
Da unten ist eine Münze. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie geht das? Ich glaube, ich habe verkackt, ne? Toll! Wie wäre das gegangen? Darf ich fragen, wie das gegangen wäre? Oh mein Gott! Ey, wir sind am Anfang vom Level. Immer noch. Wie lange geht der? 20 Minuten. Das kann sich doch kein Mensch mehr geben. Wie ich hier immer wieder denselben Scheiß mache. Meine Fresse. Komm, auf den scheißen wir jetzt. Ich muss irgendwie rausfinden, was ich hier machen soll. Wie habe ich die gerade aufbekommen, die Kiste? Hä, wie? Ah, okay. Kann ich die nach unten werfen? Kann sie ablegen. Das hilft mir nicht wirklich. Wie? Wie? Ich verstehe es nicht. Warte. Idee, Leute. Jetzt kommt die krasse Idee vom Ultra. Ich meine, hier geht's nach unten. Vielleicht von hier. Dann sammeln wir die doch nochmal. Ein Checkpoint, wo sind die? Ich habe das Tonikum nicht aktiviert, dass keine Checkpoints mehr auftauchen. Habe ich nicht, nein. Doch, da drüben geht's rein. Was machst du? Was machst du? Ahoi, Skipper. Gibt's Ärger? Halt X gedrückt, um zu überspringen diese Stelle. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade richtig demotiviert. Aber überspringen werde ich das ganz bestimmt nicht. Mich nervt vor allen Dingen die Tatsache, dass wir schon 22 Minuten hier sind. Gut, davon waren 22 Minuten nicht dieses Level. Aber fast 10 Minuten. Und wir haben noch nicht mal eine Münze. Und das liegt daran, dass ich die ganze Zeit sterbe und diesen kompletten Bereich von vorne machen darf. Zum x-ten Mal. Ich will nicht mehr. Ich mach gleich irgendwas kaputt. Irgendwas geht gleich kaputt, aber sowas von. Wenn das so weitergeht. Das kann doch nicht wahr sein. So, Speedrun. Ultra wird Speedrunner. So, schneller. Kein Bock mehr. Den Bock misst ihr. Runter mit dir. Durch. Das ist auch noch Münze Nummer 2. Boah, also irgendjemand will hier heute auf jeden Fall eine Tracht Prügel kassieren, oder? Sehe ich das richtig? Dann ist hier auch noch so viel grüne Grütze. Geh mir weg mit dem Scheiß. Gib mir einen Checkpoint. Das wird auf jeden Fall heute ein längerer Part. Da bin ich mir sicher. Ich werde auf jeden Fall den Part nicht beenden, bis wir dieses Level nicht durchgespielt haben. Ihr seht ja, wie gut das läuft gerade. Kann ich das irgendwie aktivieren ohne... Genau. Fuck. Ja, da ist Layli leider weg. Die kriege ich dann nicht mit. Ich bin so dumm!
Ich bin so dumm. Komm her, Layli. Layli! Kannst du bitte... Dann leck mich am Arsch, ganz im Ernst, weißt du? Scheiß Mistvieh! Triggern kann mich das Spiel schon mal. Respekt. Haben nicht viele Spiele so schnell geschafft. Nicht in Level 5. Warum? Ach, ist doch, ist egal. Komm, mach noch 300 Tode oben drauf, ist okay. Weißt du, ist mir mittlerweile so kackenegal. Ich meine, ich habe eh keine Federn verloren. Warum? Weil ich keine Federn eingesammelt habe. Bis zum Checkpoint. So, kriege ich jetzt, Layli? Wieso fliegen die überhaupt so dumm rum? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich meine... Boah, ich... Boah! Keine Ahnung, wie laut das gerade war. Wenn es laut war, tut's mir leid. Aber es kann nicht wahr sein! Bin ich so schlecht in Jump'n'Runs? Ich habe in Mario Bros. Jede scheiß Challenge geschafft. Ich kann doch nicht so schlecht in Jump'n'Runs sein. Ein Schlüssel. Komm her, Layli. Was mache ich mit einem Schlüssel? Wahrscheinlich bin ich jetzt schon falsch, ne? Nee, nicht mal. Hier. Layli. Habe ich sogar wieder bekommen. Toll. Boah, ich mag das Level nicht. Ich mag das Level ja mal so überhaupt nicht. Aber wenn ich es richtig sehe, dürfte das der letzte Screen in dem Level sein. Und dann bin ich dankbar dafür. Ich gehe davon aus, Münze 5 ist hinterm Ziel. Dann bin ich hier durch mit dem Scheiß-Level. Das fordert viel zu viel Geduld von mir gerade. Bitte nicht mehr sterben. Da unten geht's lang. Das sieht jeder. Da könnte es sogar noch weiter runtergehen. Wisst ihr was? Ich will das noch weiter ausprobieren. Ja, okay, dann halt ohne Layli. Ist mir auch recht. Tatsächlich. Münze Nummer 5. So, und der könnte einen nochmal da reinschubsen. Oh wie, daran kommen wir nie vorbei, lebend. Ja. Okay, dann wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das Level fluten. Denke ich mal. Und hier ist sogar nichts hinterm Ziel versteckt. Interessant. Yay. Und jetzt suchen wir noch Münze 1 gemeinsam. Hiven Lin. Gerettet. Ich glaube, die Namen geben im Englischen noch ein bisschen mehr Sinn.
Weil Hiven ist ja irgendwie was mit Stock oder so, Honigbienen, irgendwas mit Bienen hat das auf jeden Fall zu tun, glaube ich. Hiven. Naja. Ich bin frustriert nach dem, was wir hier gerade erlebt haben. Und das Schlimmste ist, ich muss nochmal rein. So, 30 Minuten, Partzeit. Wie lange kann ich es noch strecken? Mit der Suche nach der ersten Münze. Finden wir es raus. Okay, wenn ich eine Münze wäre in dem Scheiß hier, wo wäre ich? Gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, wir haben hier alles eingesammelt, was der Typ hier hinterlassen hat. Und wir haben festgestellt, es ist keine Münze wert. Jetzt habe ich sogar extra nochmal gemacht. Warte mal. Stampfattacken vielleicht? Am Boden? Nein, okay. Alles klar. Hätte ja sein können. Mhm. Da oben wahrscheinlich dann. Da komme ich von hier hin. Ja, wie soll ich das nicht weiter untersuchen? Wisst ihr alles, was in diesem Part schief gehen konnte, sobald wir dieses Level hier betreten hatten, ne? Ging dieser Part einfach bergab. Da kannst du einfach nichts mehr sagen. Dagegen kann man nichts mehr sagen. Das war einfach, ich weiß nicht, irgendwie habe ich irgendeinen Scheiß heute gemacht, war mein Benehmen heute nicht in Ordnung? War das Karma oder warum? Warum schickt man mich durch diese Qualen hier heute? Kann mir irgendjemand eine Erklärung dafür geben? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, dass ich den Daumen hoch verdient habe. Aber hey, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann muss es euch ja in irgendeiner Art und Weise gefallen haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.